Das hast du wunderbar gemacht. Oh, dieses Buch wird der größte Knaller seit Cassinis Abenteuer. Und das war nur ein romantischer Kitsch. Here, your pay, my friend. We're only getting started, of course. There's more to see. Hier deine Bezahlung, mein Freund. Wir fangen natürlich gerade erst an. Es gibt noch viel mehr zu sehen. Tikawara next, I think. How does that strike you? It's a little Huana village out to the southeast. Three islands this time, all nameless and unloved. They form a little triangle around Tikawara, if you squint. Tikawara ist als nächstes dran, denke ich. Wie hört sich das für dich an? Ein kleines Huana-Dorf im Südwesten. Drei Inseln sind es dieses Mal alle namenlos und unbeachtet. Wenn man die Augen zusammenkneift, sieht man das kleine Dreieck, das sie um Tikawara bilden. I'll be waiting. Ich warte. Ja. Da er so großzügig bezahlt hat, machen wir das doch gerne. Ah, der Schild. Das ist so eine Sache. Ist halt nur ein kleiner Schild. Eine Verteidigung gegen Blickangriffe. Ja, eine Anspielung auf... Ach, sag's mir gerade, fällt's mir nicht ein. Ach, auf die Medusa. Die Brigantine der Nomaden. Das Ding ist zwar gelb und so, hat auch eine gute Rüstung, aber die 55 Erholungsgeschwindigkeit, die finde ich nicht ganz so prickelnd. Was haben wir hier noch? Intellekt, Dauer abträglicher Effekte. Da du ja so ein intelligenter Puppi bist, kriegst du das mal. Du hast schon da was. Du hast auch was. Du hast auch was. Und du auch. Dann kriegt das... Hupsala. Dann kriegt das wahrscheinlich Palegina. Wenn wir sie wieder in der Gruppe haben. Und ich habe vergessen zu rasten. Um Alofs Wunde wegzukriegen. Yay. Das heißt, bevor ich hier rausgehe, darf ich nochmal in die Schenke gehen und rasten. Und hoffen, dass damit auch meine Flüche verschwinden. Das ist ein Nutzgegenstand, den sollte ich mal hier reinlegen. Ich wünschte, ich könnte nach Gegenstandstyp sortieren. Naja, Verkaufswert tut's auch. Was haben wir nämlich zum Beispiel hier? Trank der Elementarverteidigung. Hat Adolf sowieso schon einen, also kriegt er noch einen. Ein paar Böller für Eddermeer. Das da wäre was für Edder. Dann kommt mal die Granate hier raus. Betäubungsbombe und die Böller? Achso, die sollen nur ablenken. Aber das ist ja auch nicht mal schlecht. Mundkohle. Erlittener Schaden und plus Schaden mit Waffen. Hm. Das kann Edda mal 5 Stück hier reinnehmen. Rieselschwamm finde ich nicht so gut. Der kann mal weg. Trank der mäßigen Heilung. Trank des Geisterschild, Schriftrolle der Segnung. Berats schwarze Glocke. Habe ich nicht noch hier irgendwas Gutes? Kit des Diebes. Das könnte auch mal... Wobei, darauf kann ich eigentlich zugreifen, wenn ich jederzeit, wenn ich es brauche. Ich sollte nur dran denken, dass ich es habe. Öl der Verlockung. Hm? Das ist doch was für ihn hier. Ja, Durchschlagskraft mit Waffen für 66 Sekunden, das ist was für Hagrim, da der eher auf Durchschlagskraft geht. Gegengift.
Ach, Immunität zu Giftangriffen für eine halbe Minute. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, und Alof, der kriegt mal den guten Zauberstab. Dass der weg kann. Gut. Und ich sollte mal anfangen, Zeug hier wieder zu verkaufen. Gerade diese Korallenschwerter und so. Ja, für Edda haben wir leider kein besseres Schwert, wobei das Schwert ziemlich gut ist. Oh! Sie haben das hier verändert. Ja, ich könnte Eddas Schwert außergewöhnlich machen. Damit macht es mehr Schaden, mehr Genauigkeit, mehr Durchschlagskraft. Ich könnte aber auch geschärfte Klinge. Machen. Korrodierte Klinge macht die Durchschlagskraft runter? Was? Ja, tatsächlich. Minus 1 Durchschlagskraft. Das heißt, das sollte ich mal ändern. Wir haben zwar nur eine Lösung und ein bisschen Kupfer, aber 1 Durchschlagskraft weniger ist ein bisschen schlecht. Und dadurch kriege ich plus 1 Durchschlagskraft. Das heißt, ich negiere es nicht nur, ich verbessere es auch noch. Ja, und legendär, das wäre halt auch, du meine Güte. Nein, erstmal so. Das Verzauberungssystem da finde ich gar nicht mal schlecht. So, vor allem, dass sie es jetzt so übersichtlich gemacht haben. Adolfs Lederrüstung könnte ich gut verzaubern. Elementar stabil oder bekannter Zusammenhang. Mehr Rüstungswerte gegen die Elemente wäre nicht schlecht. Und strukturell stabil würde es dann auch noch mit Wuchtrüstung versehen. Aber erstmal gut machen würde reichen. So, ja. Mesothee ist. Nö, nicht unbedingt gerade. Und Zodis Waffen brauche ich gerade auch nicht verbessern. Veteranennarben minus Hiebschaden. Oder Steinhardt Wuchtmanöver. Veteranenmanöver. Ach, Schutz vor Reflexangriffen, also vor den ersten beiden. Glänzende Schuppe. Gladiatorenschwert und Brigantine. Vorgetäuschter Rückzug. Naja, okay, das brauchen wir uns jetzt nicht weiter angucken. I'm here. Das reicht erstmal. Jetzt gehen wir erstmal zu dem Streithammeln. Oder ich muss mal kurz in den Index gucken, wie man Flüche wegkriegt. Und dann Tutorials, grundlegende Spielsysteme, Verletzungen und Ruhe, Verzauberung. Kampf. Das ist unsere Durchschlagskraft, Schmuckstücke grundlegend. Spielsysteme, Verzauberung. Oder hilft die Enzyklopädie vielleicht? Wissen. Wirkungen und Verletzungen. Nee, da steht auch nichts. Tipps? Mechaniken vielleicht. Durchschlagskraft, Erholung, Genauigkeit, Gesundheit, im Tode nah.
Unterbrechung. Schadensarten. Schadensreduktion, Tod. Charakterstatistiken. Fertigkeiten passiv. Klassenrolle, Konter. Nee. Und unter Wissen wird es wahrscheinlich auch nicht stehen. Verletzung, Unterhaltung mit Begleitern, Ruheboni, Reputation. Ja, meine Reputation sehe ich komischerweise nicht. Gesinnungen, Paladin und Priester. Gesinnungen. Nein, das hilft mir alles nichts. Kampf. Kampfeinführung? Nein. Schiffsverwaltung. Verletzung und Ruhe. Ne, finde ich gar nichts drüber. I'd be glad to. Und ich kann auch nirgends nachgucken, wie ich diese Flüche runterkriege. Vor allem, ich habe Fluch der Dunkelheit zweimal auf mir. Welches Gebäude wollte ich jetzt? Hier, Valera anwesen. Obala. Wenn nicht, muss ich in einen Tempel gehen, mich entfluchen lassen. Ich denke mal, das dürfte klappen. Ich habe hier, glaube ich, auch nichts. Gauns Schwur. Nö. Ich wüsste gerade echt nicht, womit ich die Flüche wegkriege. At once. So, der Valera müsste hier stehen, mit dem ich reden möchte. Na, das ist auch so Valera. You're gonna make a habit of turning up. Das heißt, ich muss nach oben gehen. Mindestens die Götter sollten mich entfluchen können, wenn Rasten nichts hilft. Da, Martino, den würde ich. You flaccid basso. Du lascher Basso, Attila erteilt seinem Sohn zwei scheinende Ohrfeigen. Peace, The Bardattos have coin to spare. Friede, Vater, die Bardattos haben genug Geld. The gallet for us if the Uhana find out. Postenago. Uns erwartet der Stund, wenn die Uhana das herausfinden, Postenago. Atello wieder Martino erneut Ohrfeigen beherrscht sich aber, als er dich bemerkt. See, did I not tell you earlier that a solution would present itself? Siehst du, habe ich dir vorhin nicht gesagt, dass ich schon eine Lösung finden würde? Martino blickt unter einem erhobenen Arm zu dir auf. Was geht hier vor? Martino talked Cousin Belda into robbing the Bardato vault. The house is on full alert.
Martino hat Cousine Belda dazu überredet, die Schatzkammer der Badatos auszurauben. Das Haus ist in voller Alarmbereitschaft. Atello blickt zur Tür und wischt sich den Schweiß von der Stirn. We need to get Belda out of there before she's taken and interrogated by the stinking Badatos. I'll even pay you for it. See, Father, I'm taking responsibility already. Wir müssen Belda dort rausholen, bevor sie gefasst und von den stinkenden Badatos ausgequetscht wird. Ich werde sogar dafür bezahlen. Siehst du, Vater? Ich übernehme bereits Verantwortung. Er blickt Atello nervös an. Na gut, ich hole sie mal da für euch raus. Agressima, mögen die Götter dir bei diesem noblen Vorhaben gewogen sein. Martino kichert vor sich hin und schüttelt seinen Kopf. Take care of Belda and you won't get pitched to the gullet with the rest of my house. Kümmer dich um Belda, da endest du nicht im Schlund mit dem Rest meines Hauses. Atello legt den Kopf in die Hände und seufzt.